Klaus Pickel und Annette Körbler betreiben zwei Rohmilchautomaten. Sie möchten die Kunden dort erreichen, wo sie wohnen und einkaufen. In der Stadt. Klaus Pickel zeigt uns, wie der Automat zu bedienen ist. Für uns war es ganz wichtig, dass wir einen Standort finden, an dem viel Kundenfrequenz da ist, damit so eine Investition sich auch irgendwann einmal amortisiert. Rohmilch war für uns ganz wichtig, war für uns ein ganz wichtiges Thema, weil der Kunde in der Stadt relativ wenig Kontakt mehr zum Bauern hat. Viele kriegen keine Rohmilch mehr. Es gibt Bauernmärkte, bei denen sie auch Rohmilch kriegen. Nur haben viele Kunden nicht mehr die Möglichkeit, dass sie zum Bauernmarkt fahren, weil sie die Zeit auch nicht dazu haben, weil wer arbeiten auch muss. Gibt es vom Gesetzgeber her Probleme, wenn Rohmilch hier verkauft wird? Gibt es keine Probleme, weil wir im Endeffekt alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Es wird am Automaten darauf hingewiesen, dass die Rohmilch vor dem Verzehr abzukochen ist. Und die Kunden verstehen das auch und machen das teilweise, macht nicht jeder, aber der Großteil der Kunden macht es. Was haltet ihr von der Idee, Rohmilch direkt vor dem Supermarkt zu verkaufen? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Einen ausführlichen Bericht über den Rohmilchautomaten findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 8/2019.